Ostwestfalen gibt es Menschen, weil Gut Neuhof liegt im letzten Zipfel von Nordrhein-Westfalen schon umgeben vom niedersächsischen Flachland. Ich glaube, das war so, gibt es Menschen, die sich nicht mehr widersprechen fallen lassen, dass im Sozialbereich auf den Rücken von Beschäftigten und Patienten Geschäfte von privaten Arbeitgebern gemacht werden. So vielleicht mal zur Einführung, damit du weißt, warum wir hier sind. Und jetzt überlasse ich dir was. Ja, erstmal herzlich, danke Volker, erstmal herzlich willkommen hier in Münster. Hallo. Und erstmal klasse, dass ihr euch jetzt so energisch jetzt schon in der zweiten Woche für eure Interessen einsetzt. Und zwar aus meiner Sicht ganz klar berechtigte Interessen, denn Tarifverträge sind was wert. Und wenn ich von Volker zuvor gehört habe, dass es um Einkommensabsenkung unterhalb des BVD von 10-20% geht, dann ist das eine Hausnummer, die es geht. Das ist kein Peanuts, um das für uns unterhalten, um uns unterhalten. Also insofern, es ist auch ein gutes Recht, auch wenn man sich Kranke versorgt, auch in den Streik zu gehen, das Grundgesetz legitimiert das auch. Und wir im Landtagsverband, wir sind ja auch ein großer Privatwirtschaftsträger, wir haben insgesamt 6.000 Patienten, also jetzt im Krankenhausbereich, im Krankenhausbereich und etwa 2.000 Menschen, die in Wohnverbünden leben, die also auch Einschränkungen haben, die mit ähnlichen Einrichtungen leben, wahrscheinlich nur in größeren, wie bei euch in Gut Neuhof. Bei uns werden die Kolleginnen vom Landschaftsverband, das sind sie auch eingestellt, angestellt, nach TVÖD bezahlt. Und der Landschaftsverband bezahlt auch den Großteil der Menschen mit psychischen Behinderungen, die dort in den Einrichtungen des Landschaftsverbandes dort auch aufgehoben sind oder auch betreut werden, so wie bei euch. Also insofern bin ich wirklich mal spannend, was der Landschaftsverband sagt, was er denn eurem Träger Ameos denn tatsächlich zahlt, ob er euch andere Sätze zahlt als zum Beispiel im Landschaftsverband wesentlich drunter oder ob er tatsächlich Ameos knetet und knebelt, so wie es ja scheinbar ihr Ameos euch gegenüber ja zum Ausdruck bringt. Ne? Ameos ist ein großer psychiatrischer privater Klinikbetreiber, unter anderem auch Klinikbetreiber und wie bei euch auch im betreuten Wohnen. Im Land, in Niedersachsen, glaube ich, hat er etliche ehemalige Landeskrankenhäuser aufgekauft und auch wir in NRW stehen ja immer wieder vor Privatisierungsdebatten. Und auch im LWL geht das nicht ganz unter, diese Diskussion. Von einigen Parteien, nicht unbedingt den Grünen, die jetzt hier anwesend sind, wie ich jetzt hier sehe. Ne? Gut, damit wäre die Frage geklärt, wer uns fehlt. Ja. Ja, genau. Damit wäre die gerne fehlt. Genau. Ja, okay. Arno für YouTube. Hier in NRW eine andere Auffassung. Genau. Und bei den anderen Fraktionen kann man sich zumindest bei der FDP kann man sich nicht so sicher sein, die ja noch jetzt am vergangenen Sonntag ja nochmal deutlich an Prozenten hinzugewonnen haben. Ich weiß nicht, vermutlich gehört ihr nicht zu den Wählern. Also ich finde, ihr habt ein berechtigtes Interesse, hier heute zu stehen und auch beim Landschaftsverband, und ich hoffe auch, dass der Landschaftsverband euch dagegenüber auch eine konkrete Auskunft gibt, was er denn tatsächlich zahlt. Vielleicht wäre das auch mal eine Frage an die Politik, da auch mal nachzuhaken, ob der Landschaftsverband daran interessiert ist, dass in Betrieben Arbeitsbedingungen herrschen, dass es dadurch Beschäftigte wie ihr gezwungen werden soll, 20% Einkommensverluste zu haben, weil er dort, bei euch, Gut Neuhof, womöglich nicht bereit ist, so einen adäquaten Satz zu zahlen, Pflegesatz zu zahlen, dass angeblich euer Ameos-Träger euch das tarifgerecht vergütet. Das ist mir echt eine Fragezeichen. Ganz klar ist, Ameos hat mit Sicherheit, ja, was haben die, 20% Gewinnabnahme, rechnen die, kalkulieren die von vornherein und das ist eine ganz schöne Hausnummer. Ne? Und vermutlich gehe ich mal davon aus, dass die euch an der Stelle auch nehmen werden. Also insofern wünsche ich euch jetzt gleich, ich weiß, eine kleine Delegation geht jetzt gleich von euch hier rein, euch, dass der LWL dort euch eine konkrete Antwort gibt. Und das würde mich auch als Personalrat auch ganz konkret auch interessieren, wie die Antwort auch ausfällt. Weil das können wir dann vielleicht auch mal entsprechend dann auch an die Politik von unserer Seite, dann über die Werteschiene im LWL, dann auch vielleicht an die Politik mal weitergeben.
ja, ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg und vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Tarifverhandlungen, vor allen Dingen Tarifauseinandersetzungen sind leider nicht mal wie 1972 in 11 Tagen beendet. Diesmal die Unikliniken vor mehreren Jahren mussten 16 Wochen streiken, um überhaupt einen Tarifvertrag zu bezahlen. Und Streik ist kein Spaziergang, das erlebt ihr gerade ja. Ne? Irgendwann liegt es dann echt auf dem Weg und das bedeutet auch wirklich Durchhaltevermögen und von daher könnt ihr schon echt stolz sein, dass ihr schon 2 Wochen auch hinter euch gebracht habt. Ne? Und ich hoffe, dass ihr den Druck auch noch so erhöhen könnt, dass Amios sich in der Frage auch bewegen wird. Insofern viel Erfolg euch. Das sehe ich mal gerade hinterher schon, weil da ist ein kleines Kommunikationsproblem zwischen Arne und mir gewesen. Und wenn hier jemand von der Fraktion der Grünen das auch für die Grünen noch aufnimmt, will ich das wenigstens richtig stellen, weil das bei euch auch Kommunikation. Also der Hintergrund ist, die Beschäftigten haben lange für 20% weniger Geld gearbeitet. Die haben uns vor 8 Jahren einen Tarifvertrag auf BAT erkämpft, haben den dann auch erhalten als Haustarifvertrag in der Entlohnung. Und das, was Amios aber, die jetzt seit 6 Jahren von einem anderen privaten Betreiber gekauft haben, macht, ist, man versucht da sozusagen die Restauration, das zurückzudrehen. Ja? Das heißt, in den letzten 5 Jahren haben wir die gesamte Entwicklung im TVED nicht mehr mit reingekriegt, also die Tariferhöhungen, die da sind. Und das, was Ziel von Amios auch jetzt in der Auseinandersetzung ist, die Beschäftigten von der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung im öffentlichen Dienst wieder abzukoppeln und sie wieder in die Richtung zu bringen, wo sie mal waren, nämlich für das Geld zu arbeiten, wo wir irgendwann mal vor 10 Jahren angefangen haben, drum zu kämpfen. Also wenn man es nominell benennt, will ich mal sagen, liegen wir jetzt ungefähr um 8% hinter dem öffentlichen Dienst, wenn man den Tarifabschluss des letzten Jahres, ne, des vorletzten Jahres sieht, ne, und mit einrechnet, was sozusagen auch an Erhöhung in der Überleitung im TVÜ damals drin gewesen ist. Also irgendwo zwischen 8% und 10%. Und da will man uns festschreiben und dagegen werden wir. Ja. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir ganz technisch